Moin Leute, hier ist das letzte Video geendet und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema, was euch am besten gefallen wird, und zwar, einen Moment, schaut euch meinen Helm an, fällt euch was auf, hier ist ein Sena dran. Das ist nicht irgendein Sena, mehr dazu werde ich euch jetzt während der Fahrt erzählen, deswegen fahren wir direkt los. Da droppt auch direkt wieder mein Visier runter, wie immer. Na, der sieht mich natürlich nicht. Warum auch? Junge, was machen die hier? Hä? Wo ist die Tankstelle hin? Schöne Tankstelle ist weg. Okay, ja, cool. Einfach Einkaufswagen umdrehen, dann hat man perfekte Absperrung. So, auf jeden Fall, Leute. Dieses Sena bietet mir einige Vorteile. Und zwar, wie jedes Sena, kann ich damit Musik hören. Ich kann mich mit anderen Leuten verbinden. Ich kann Telefonate annehmen, ich kann einfach alles machen, was man mit einem normalen Sena auch machen kann. Allerdings, ich bin Nivi und muss immer was Besonderes haben. Und da ich Videos mache und Bock auf Dual Vlogs habe, für zum Beispiel Formate wie Wenn ich du wäre oder für Date-Formate oder für irgendwas, wo man einfach nur rumfährt und quatscht oder irgendwelche Challenges, ist es halt richtig geil, wenn ihr auch die Stimme vom anderen hört und nicht nur an der Ampel. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich mir das jetzt geholt habe. Aber jetzt habe ich's. Und zwar, das ist das gute Sena 10C Evo. Das C steht für Camera. Heißt, dieses Sena hat, vielleicht habt ihr das auch vorhin gesehen, eine Kamera vorne drin. Und die ist ganz einfach dafür, um aufzunehmen. Wer hätte es gedacht? Und ich werde damit nicht meine Videos aufnehmen, weil die Qualität von der GoPro ist einfach besser und der Kamerawinkel gefällt mir mehr. Plus der Sound ist, ja, es ist relativ ähnlich, aber beim Sena ist es immer noch so, weiß ich nicht. Also es ist cool, aber es ist nicht krass. So, das würde ich halt wirklich nur für die Dual Vlogs nehmen. So, und ich kann halt damit jetzt in Zukunft Dual Vlogs machen, indem ich einfach die Audiospur von dem Sena nehme. Da ist dann meine Stimme plus die Stimme der anderen drauf. Plus rein theoretisch auch mein Telefon, aber das ist da jetzt in dem Fall nicht drauf. Ja. Das ist halt die krasseste Neuerung für euch, weil so sind halt Dual Vlogs mit anderen möglich, die keine Kamera vorne dran haben. Weil ich habe sehr, sehr, sehr lange nach einer Lösung gesucht, wie man das Sena aufnimmt. Und da wusste ich gar nicht, dass es so diese 10Cs gibt. Ich habe halt geguckt, wie man es bei einem normalen Sena, weil ich auch noch eins zu Hause habe, irgendwie davon die Stimme abgreifen kann. So, das ist nur möglich mit zigtausend Kabeln und ganz kompliziert. Und da dachte ich mir, nee, da habe ich keinen Bock drauf, ich möchte irgendwas Einfaches haben. Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, die Stimmen irgendwie einfach zu nehmen und dann irgendwie mit auf die Audiospur von der GoPro oder von mir aus auch nicht auf die Audiospur, keine Ahnung, irgendwie. Aber da gibt es einfach keine Möglichkeit, außer mit 6000 Kabeln gefühlt. Und dann bin ich auf dieses 10C Evo gekommen. Das ist, lasst mich nicht lügen, ich glaube das zweiteuerste Sena, was es gibt. Das teurere ist noch das 50C. Da hat sich aber, also ich glaube, da hat sich einfach nur geändert, dass du Mesh-Intercom machen kannst und dass du, wie heißt es, dass du, genau, dass du diesen Harman-Kardon-Sound drin hast, aber selbst wenn ich besseren Sound haben wollen würde, könnte ich mir auch einfach die JBLs kaufen, weil Harman-Kardon gehört ja zu JBL oder JBL gehört zu Harman-Kardon, irgendwie sowas. Und ja. Deswegen, das Sena hat mich jetzt 330 Euro gekostet, weil es bei Louis reduziert war. Normal, wenn du das jetzt komplett unregulär kaufen würdest, normal kostet es so 400, aber komplett unregulär auf der Sena-Seite kostet es, meine ich, 430 oder 450. Also es ist verdammt teuer. Aber im Endeffekt, mir geht es einfach darum, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Zuschauerin fahre, die hat ein Sena, aber die macht halt keine Videos. Und ich möchte aber ihre Stimme aufnehmen und ich kann ihr ja jetzt nicht sagen, häng dir mal vorne eine GoPro dran. Wir kaufen uns ein normales Sena, so wie Knattercrew das macht. Weil Knattercrew macht es so, dass die einfach beide Videospuren nehmen, dann haben die den Ton fürs Video und dann haben die einfach ein Sena 30K, um sich untereinander zu unterhalten während des Videos. So, und deswegen, aber ich fahre halt meistens mit Leuten, die jetzt keine Kamera vorne dran haben. Und da muss ich halt irgendwie die Stimmen vom Sena abgreifen. Und ein ganz krasser weiterer Vorteil, ich hatte das schon mal, ich habe das Video beendet, weil der Akku leer war. 5 Sekunden später sehe ich 3 Ferraris, die vor mir fahren. Ich habe mich geärgert wie sonst was, weil ich die Kamera nicht mehr anbekommen habe. Und beim Sena, ich drücke einmal drauf, Sena sagt mir Camera on. Dann ich halt eine Sekunde gedrückt,
gesehen, da sagt mir Start Recording oder irgendwie sowas. Oder Recording Start oder keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Und dann kann ich, also die Kamera ist dann nicht die krasseste, also der Winkel, aber es ist okay. So, aber dann kann ich diese Momente noch mit euch mitnehmen. Ich kann halt jetzt spontan sagen, ich mache jetzt ein Video. So, es geht halt mit der GoPro nicht. Und deswegen ist es Sena ein sehr, sehr großer Vorteil für mich. Es war sehr teuer, aber ich finde, es lohnt sich. Aber die Qualität davon werdet ihr ja noch in Zukunft sehen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, wenn die ersten Dual-Vlogs ein bisschen kacke werden von der Qualität, weil ich muss mich da halt auch erstmal so reinfuchsen. Es wird auch noch ein Setup-Video kommen, wie ich was gemacht habe, weil das ist mittlerweile jetzt ein sehr großer Unterschied. Es ist halt gar nicht mehr so wie damals, also was heißt damals, wie letzten Dezember, außer die Kamera. Aber die Halterung ist anders, das Mikrofon ist genauso platziert, aber anders. Also ist ein anderes Mikrofon. Dann haben wir ein Sena dran. Wir haben verspiegeltes Visier. Also es hat sich sehr, 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 sehr viel getan. Es wird echt, also Bruder, der Content, der wird einfach... Jetzt ist er hier, also schon relativ hoch. Aber jetzt, dann wird er einfach, Bruder, so hoch wie das, ja, das Haus. Ach Leute, hört ihr diese Stille? Hört ihr dieses wunderschöne Vogelgezwitscher? Seht ihr dieses wunderschöne Denkmal und mein wunderschönes Motorrad davor? Ich würde sagen, das ist doch ein Top-Anblick und eine Top-Atmosphäre für das Ende dieses Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.